Also 20 Minuten haben wir noch. Da könnte ja eigentlich dann noch eine Mission gehen. Ja gut, dann drehe ich mal bei. Ja. Dann müssen wir gar nicht auf die Insel. Und du hast ja noch so ein paar, ne? Ja, genau. Du musst nur gar nicht das Steuer übernehmen, wenn du hier bist. Ja, ich laden. Ja, ja, sie laden. So, ich bin auf Schiff. Bin direkt neben dir. Ach je. Erbeuteter Vorrat oder gehorteter Notgroschen? Egal. Gehorteter Vorrat. So, wir müssen nochmal wechseln, dann kannst du auch abstimmen. Ja. Ruhe von den Drecksäcken. Ja, das Skelettschiff ist voll auf das andere gegangen und hat auch abgetreten, ist denen hinterher. Ja. Du die Karte, ich die Karte. Ich bin gerade schon wieder am Steuer. Gut. Langer Strich. Und ein Gesicht. Eins ist Cutlass K. Da musst du dich rechts halten, rechts halten, rechts halten. Okay. Komplett rechts. Links von seinem Monster. Ach Quatsch, links, sorry. Dann versuchst du um die Insel. Links um die Insel zu fahren. Ich komme auch links an der Insel vorbei. Booty Isle. Ja, ja, genau. Machen wir ja lang nicht mehr. Das Gesicht. Wenn ich die andere kleine Insel finden würde, dann wäre ich... Hab's. Genau, an Thieves Heaven musst du vorbei. Okay, scheiße, wir schießen. Was? Belobigung freigeschaltet. Great One, Seefahrer des goldenen Horizonts. Okay. Goldsammler Ansehen erhöht. Ich hab nichts gekriegt. Hast du das vielleicht. Ist das vielleicht noch von vorhin von der Kiste? Ich hab gelesen, dass manchmal dauert das relativ lange, bis man die Belohnungen kriegt, je nachdem wie die Server ausgelastet sind. So, Dennis, ich mach mal Anker, ne? Action. Anker Action. Oder einfach in Richtung? Links, links, links. Die ganze Zeit. Scharf links, wir müssen quasi... Jo, hab hart eingeschlagen. Ja, genau. Noch weiter, also quasi als würdest du um die Insel rumfahren und es kommt eine Kugel. Aufgepasst? Jo. Verfehlt. Ja. Ich sehe leider die Insel nicht mehr, weil die Sonne blendet. Ich sehe nichts mehr, die Sonne blendet wie Sau. So ganz steuer denn. Ja, bin geflogen. Oh shit, jetzt geht uns glaube ich das Holz flöten. Ja, hast du noch Holz? 4. Dann soll ich runter? Ja, dann mach mal eins hier und dann kümmere dich ums Wasser. Ich mach das Steuer. Ja, mach ich. Okay, wartest das eine nur? Ja. Ich glaube schon. Ich sehe jetzt auch erstmal fest.
Nee. Okay, Wasser ist weg. Kann wieder übernehmen. Welche von den drei Markierungen ist es? Die, auf die ich zusteuere. Okay, die kleine pupsige. Ja, genau. Fahr ich gerade aus. Vertrag ausgelaufen. Okay. Ah, das ist bestimmt der mit dem Pulverfass. Das kann sein. Ja, der ist. Okay. Ist hier rechts das Ödland durch runterlassen? Oh, die See ist ganz schön. Ich bin mir ich habe keine Ahnung, welche das jetzt genau sein soll von denen, die da vorne sind. Ist das da? Halb rechts. Du setzt genau drauf zu. Okay, dann ist es die kleine Pissinsel. Mit den Bäumen da drauf, ne? Weiter rechts. Ich kümmere mich gleichzeitig auch um das Segel, Dennis. Achso. Sag doch was. Steuern. Du guckst auch die ganze oder Zeit. Das Segel. Während ich hier die ganze Zeit immer um das Schiff laufe. Du weißt schon, dass wenn ich nach vorne gucke, ich hinter mir nichts sehe. Dennis, ist schon klar, wenn du steuerst, ich ständig von hinten nach hinten nach vorne auf die Karte hin und her jage. So, halb rechts von uns. Ja. Jetzt sind wir da. Ja, aber das ist doch nicht der Felsen hier. Da rechts davon ist die Insel. Ich stehe am Anker, ich bin bereit. Wir sind schon wieder. Ich hau einen Anker raus. Weiter links, hier links vorbei. Warum? Jetzt müssen wir so weit schwimmen. Wir können auch näher bei, aber dann hast du halt den Typen dann mit dem Fass da an der Backe, ne? Erstmal gucken, ob wir das Fass kriegen. Bin schon dabei. Verfehlt. Getroffen. Aber ich wollte eigentlich das Fass haben. Ja. So genau konnte ich jetzt mit meiner Ödelpistole spielen. Wie soll ich? Das habe ich vorhin am besten habe ich getroffen mit der Kanone. Das hat einen schönen Rums gegeben. Aufpassen, Schlange. Oh, hier sind mehrere Schlangen. Das sind viele Schlangen. Noch Skelette, aber ich sehe keine mehr. Die Schlange ist auch wieder auf. Es hat sie eh schon erledigt. Halt mal nach Kisten und Bretter Ausschau. Das wäre jetzt, glaube ich, sehr hilfreich. Ja. Hier die. Ja, da sind schon mal Bretter drin. Skelett. Das hatte doch ein Fass, oder? Ja, kam von hinten. Natürlich. Du kannst den Schatz aber nehmen, ich bin tot. Nee, ich bin auch tot. Echt? Das kam von hinten. Der hat mich rechts umgedreht und es hat Rums gemacht. Ich hab's gar nicht erst gesehen. Leider funktioniert der Surround bei dem Spiel nicht sonderlich gut. Ich hab den Schatz gerade geborgen. Ja, der lag sofort hier. Ach je. Wo wir rauskommen. Ja, vor der Insel. Ist das auch die? Ich trau dem nie.
Das Schiff ist doch nicht untergegangen, dann respawnen wir ja, genau stimmt, da. Ja, genau. Ich will die Kiste. Wenn du willst, kannst du das Schiff schon mal in Bewegung setzen. Okay. Ich tue. Einfach nur nicht gelichtet. Hast du eigentlich Bretter jetzt eingesackt dort? Ja, so eine Handvoll. Okay. Also fünf halt, maximal. Da kann ich nicht. Bist du schon da? Ja, hier bin ich. Da, jetzt sehe ich dich. Uiuiuiuiui. So, und es geht weiter nach. Ja, geradeaus durch eigentlich. Geradeaus. Ja, nee, geht nicht. Da ist eine Sandbank. Aber ich glaube, ich hab's gerade. Ah, wir haben sie noch erwischt. Ja. Ich brauch Bretter, wenn du die nicht abgeliefert hast. Warte. Geh du hoch, ich flick. Gerast gegen Stein. Zu zweit ist das echt mies. Ich glaube, ich habe alle Löcher. Belobigung freigeschaltet ist jetzt. Okay, wie gesagt, also es ist an dem Server ausgestattet. Abhängig. Geht's oder brauchst du Hilfe? Nee, geht. Ich bin schon am Schaufeln. Und so viel ist auch nicht. Also da haben wir das Schiff vorhin schon aus dieser Anlage rausgeholt. Das war's schon. Oh, ey, ernsthaft? Durch die Reling geglitscht. Ich hol die Helm. Oh. Die Madame sich schneller befinden da. Beame mich zu dir. Von der Treppe runter geglitscht. In der Bewegung. Bin wieder an Bord. Oh, ich glaube, ich fahre auf den Außenposten zu und nicht auf das Gesicht. Kannst du mal kurz gucken? Ja, bin. Und ich versuche hier so scharf wie möglich an den Dingern vorbeizufahren, weil ich sehe da hinten wieder ein Schiff. Das Gesicht. Du bist auf dem Außenposten, ja. Links ist Benz. Ist das Barnacle Cave? Ja, irgendwie sowas. Das ist eher rund. Okay, ja, dann links, hart links. Ja, kann ich gerade nicht. Hart links bedeutet tot. Okay, dann zwischen den Dingern durch. Also sonst müssen wir uns wieder mit der Piratencrew um. Ja, das sind glaube ich, die Toten. Die toten Kollegen von vorhin. Ja. Mal übernehmen. Durch die Felsen durch und dann links.
So. Okay. Ach, wir müssen drehen. Scheiße. Okay. So weit rum? Ja, ja. Ich weiß nicht, welche von den Markierungen jetzt die komplett richtige war. Da war eins, das sah aus wie ein Gesicht. Ja, da müssen wir hin. Und du hast mir, ich bin jetzt auf die, das da gerade vor uns ist, die, der Außenposten. Okay, dann ist es noch weiter links. Dann ja, warte weiter mal. Um den Felsen. Wir machen eine Drehung. Nee, nicht hier. Wir sind lauter Felsen links neben von uns. Ja, und dann steuerst du an den vorbei, links. Dennis. Nein, das geht nicht. Da geht nur noch auf den Felsen. Ja, Dennis. Alter. Jetzt können wir. Hätten wir auch so geschafft. Nee, dann hätten wir den voll erwischt. Hätten wir nicht. Hätten wir. Hätten wir nicht. Hätten wir. Hätten wir nicht. Vor allem, wir müssen. Guckst du mal bitte nach links? Siehst du das Schiff da? Ja. Da müssen wir hin. Das versuchen. Ja, toll. Ja, deswegen, warum gehst du nach rechts? Wenn wir nach links müssen? Weil ich das Schiff umfahren will. Mein Freund. Wenn wir zu dem Schiff jetzt voll fahren, dann sind wir doch gefickt. Wo müssen wir jetzt hin? Da an die, zu der Insel, wo das Schiff ist. Fahr jetzt so links dran vorbei und versuch die irgendwie zu umschippern, aber die werden uns wahrscheinlich angreifen. Wenn wir sie anschießen. Diese Insel mit, diese Insel mit diesem Knubbel drüber. Ich rede von dem Ding direkt rechts daneben. Ja. Wir dürfen die nur nicht angreifen. Das okay. Ist, glaube ich, das Problem. Ich weiß, nicht, ob die, ich weiß nicht, ob die von sich aus angreifen. Bis jetzt haben die immer angegriffen, wenn wir geschossen haben, davor nicht. Deswegen meinte ich auch vorhin von wegen schieß mal. Ja. Ja, die heizen jetzt erstmal an uns vorbei. Die ignorieren uns auch erstmal. Ja. Ich hoffe es. Okay. Ja. Clay sind wir auch. Halt so ein bisschen auf die Insel zu, dass wir dann wieder Licht. Ach scheiße, links von uns sind wieder die Spastis. Oh nein. Und wir haben jetzt einen Schatz an Bord, ne? Mhm. Sollen wir den abgeben? Wobei, dann ist auch die Schatzsuche weg. Nee, eigentlich nicht. Ich drehe mich dabei. Wir sind jetzt auf gleicher Höhe, wir hauen ab. Ja. Ja, sie versuchen es wieder. Ja. Ja, und sie haben mich getroffen. Was passiert denn, wenn wir an Land gehen und das Schiff versenken? Dann geht der Schatz mit unter. Achso, scheiße, der ist noch. Wenn wir den mitnehmen. Die rammen uns gleich. Mhm. Voll Spaß. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber ich hasse diese Scheiße. PvP-Müll. Vor allem für nichts, für nichts. Ja.
Schlimm ist, wir haben auch keine Bretter mehr, ne? Also wenn... Ja, ich habe auch nur noch eins oder so. Eins, ja. Scheiße, die haben uns getroffen. Hast du noch Bretter? Eins. Moment. Ja, dann. Wo? Unten? Unten, ja. Ah, ja, ich sehe es, ich sehe es. Ach, die kommen immer noch. Das kann nicht wahr sein. Ja. Die machen nichts anderes als jetzt rumfahren und jagen. Wir könnten natürlich zumindest den einen abgeben. Dann kriegen wir zumindest das Gold. Wenn wir das schaffen, weil das Problem ist, wir haben kein Bretter mehr, wir haben keinen. Wo ist denn der nächste Außenposten? Der war noch nicht so weit weg. Kann ich dir gerade nicht sagen. Ich fahr gerade drauf zu, da hinten ist ein Licht. So, ist hier noch ein Loch? Mehr Löcher können wir schon gar nicht mehr kriegen, ehrlich gesagt. Ja, das Ding ist schon einziges Flickenwerk. Ich versuche jetzt auch zu dem Außenposten zu kommen, dass wir zumindest diese eine Kiste noch. Geradeaus durch. Ja, genau, ich sehe das Licht schon. Dass wir die eine Kiste loswerden, dann haben wir zumindest das Gold gesaved. Dann haben wir zwar den Auftrag nicht komplett erfüllt, aber das Gold haben wir schon mal saved. Dann ist eh Schicht im Schacht. Dann habe ich auch keine Lust mehr. Kackbratzen, ey. Wir sind 12 und haben keine Haare am Sack. Wo ist denn Pirat? Ich versuche jetzt mal spezielle Kugeln zu nehmen. Die ich nicht laden kann. Na toll. Musst du die vielleicht auswählen und dann laden? Wie dieser kann die. Ich weiß es nicht. Ich halte voll auf das Ding zu. Achso, soll ich mir den Schatz wieder schnappen? Ja, genau, wir machen wieder die Taktik. Dann haben wir zumindest das Ding safe. Ja, falls sie mich nicht abschießen, ne? Ja. Deswegen, ich versuche wieder so nah wie möglich dran vorbeizuschubbern. Genau, am besten vorm Mast irgendwie. Ja, ich bin schon auf dem Mast. Also an der Spitze. Ja. Du kannst auch das Ding crashen, ne? Dennis. Ja. Das spielt ja keine Rolle. So, du kommst jetzt mal runter. Hier ist ganz nah am Stück vorbei. Du bist runter? Ja, du bist runter. Ich komm einfach mit. So. Der Drops ist für heute eh gelutscht. Jemand hat einen Anker gesetzt. Ich war es nicht. Ich bin vom Schiff gesprungen. Hinter dir. Fuck, der ist direkt hinter dir. Tja, abgegeben. Ich hab ihn erwischt. Oder ist der andere? Der ist der andere. Ich bin tot. Mich erwischt. Ich auch. Aber ich hab den einen mitgenommen. Ich hab den einen Ficker mitgenommen. Und wir haben den Schatz. Kana Ikini. Das ist der eine von denen, den ich erwischt habe. Es gibt keinen Mittelfinger. Naja. So viel zum Piratenkodex, ey. Ja. Aber wir haben unseren scheiß Schatz gesichert und ich habe einen von denen mitgenommen. So zum Abschluss. Das andere war diese andere Knallschale, die ich auf dem Schiff schon erwischt habe. Unser Schiff geht gerade unter, glaube ich. Ja, es tut. Und so endet die nächste Folge mit dem untergehenden Schiff. Scheiße, ich bin noch drin. Ich komme auch nicht mehr raus. Kacke. Häng im Schiff fest. Okay, ich werde aus dem Schiff rausbefördert und der andere ist auch im Wasser bei dir. Ich greif dich an. Ich weiß. Ich habe ihn getroffen. Ich bin tot. Ich habe ihn nochmal getroffen und ich habe ihn erwischt.
Ich habe dich gerechtigt. Und da ist eine Meerjungfrau. Die nehme ich noch mit und dann bin ich für heute auch mal durch. Ich habe deinen Tod gerade noch gerecht. Aber man kriegt halt auch nichts dafür, das ärgert mich ein bisschen. Ich habe die Valhalla Tralalala da zweimal getötet, den anderen einmal und habe nichts für gekriegt. Ich bin in der Kneipe wiedergekommen. Ja, ich guck mal, so bei mir lädt's noch. Hauptsache Duke versteckt sich hinter dem Balken. Duke? Also der eine von denen. Ja, ja. Total verängstigt so irgendwie. Der ängstliche Duke. Mame Duke. So, jetzt bin ich auch in der Kneipe, genau. Ich sehe ich irgendwie nicht. Raus? Ich bin raus, ich bin schon beim Schiff wieder. So, ja, ich bin für heute auch. Ja, ich raus. Ich wollte nur gucken, ob die hier irgendwo rumlaufen. Achso. Oder davon auf uns lauern. Marmalade Duke. Was für eine komische Folge. Aber wir haben diesmal ausgeteilt. Also, wenn ich an unsere erste Begegnung mit den Franzosen. Ja, mit den Franzosen denke. Wir waren so völlig überfordert. So, alle tot. So, oh, verdammt, was jetzt passiert. Ja. Hä? Was? Die Welt ist im Wandel. Wir sind laut neu gefahren. Wenn wir die türkische Sicht fahren. Ich bin ein Schiff für eine neue Welt. Was passiert? Was passiert hier gerade? Weil wir jetzt beide Musik gemacht haben? Nee. Ich habe keine Ahnung. Doch, du hast auch eine Leier. Und ich auch, aber. Ja, die warum? Hatte ich gerade eben schon. Ja, ja, und dann habe ich sie genommen. Als ich sie angefangen habe zu drücken, kam das. Ja, warte mal dann. Mach nochmal. Moment. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Verrückt. Ich habe keine Ahnung. Okay, das überfordert mich. Aber eigentlich müsste das ja wieder zum Rang gehören oder so, ne? Was da gerade passiert ist. Ja, das kann natürlich sein. Okay. So, eine Seefahrt habe ich noch. Dings haben wir auf 12 hochgehauen. Handelsboot sind wir bei 15. Alles klar. Den sollten wir vielleicht mal aufleveln, den Handelsposten. Ja, können wir. Am nächsten Mal wird gelevelt. Eventuell tun. Ja. Gut, dann war's das auch wirklich fürs Erste. Ja, ich bin auch durch. Was eine Runde. Also das gegen den. Mit dem Geisterschiff die Taktik, die war gut. Die hat. Und dann auch noch in dem Rahmen dann die knappe Vorbeifahrt am Kai, während du die Kiste rausgehauen hast. Das war wirklich so, da so eine Handbreit war noch dazwischen. Ja. Schön. Schön. Einfach schön ärgerlich und schön. Einfach nur Vertrauen in die eigene Leistung haben. Dann schafft man das schon. Genau. Bin ich jetzt auch froh. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr auf das Spiel. Ja, für heute ist gut. Ja. Gut. Alles klar. Dann war es das nach für uns und auch für euch dann dementsprechend. Ihr seht uns in der nächsten Folge wieder, welche auch das immer dann sein wird. Das wird ja eh, glaube ich, mehr Teile jetzt hier. Und von daher bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Arrivederci. So sehen Gewinner aus. Ja.